hatte sich also niedergelassen. Kleiner, naiver Junge. Ich werde dich weiter beobachten. Schlaf gut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast auf dem Sparrow Gaming Feed the Beast Server. Ich habe wundervoll geschlafen diese Nacht. Jetzt erstmal meine ganzen Sachen wieder aus der Kiste schnappen, die ich mir kurz vor dem Schlafengehen noch gebaut habe. Und dann können wir auch sofort weitermachen, da wo wir aufgehört haben. Und das weiß ich nicht, da das letzte Mal schon ein bisschen her ist. Also. Ach, übrigens. Irgendwie hat sich mein Nitor vervierfacht. Weil jetzt ist statt da auch noch da eins und da eins. Also entweder ist hier sehr viel Magie im Umkreis oder irgendetwas anderes. Aber ich schätze mal, keins von beiden. Ich glaube, das ist einfach nur die Natur von Nitor. Und so es aussieht, hatten wir noch Eisen in unserem Ofen. Wenn wir natürlich auch weiterbrennen. Jetzt lasst mich erstmal gucken, was haben wir denn eigentlich alles? Ein Skeleton Skull. Jetzt steht er. Ach ja, stimmt. Die ganzen Sachen, die ich hier oben in der Kiste war, die hatte ich alle in meinem Inventar. Also die Kartoffeln sind auch ganz nitze. Falls ich ein bisschen komisch spreche, das liegt ganz einfach daran, ich heute noch nicht sehr viel getrunken habe. Deswegen kann es sein, dass ich manchmal ein bisschen weniger bzw. ein bisschen leiser spreche. Und ja, ne? Wisst ihr jetzt auch. So, was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter minen. Wäre es jetzt so meine Dings gewesen. Das ist meine Entscheidung. Und dann werden wir das auch machen. Wir haben 10 Formium Ingots. Okay. Und einmal eine Speed Potion. Achso, ja, schon in dem komischen Dungeon da war das, ja. Ich bin zurzeit alleine auf dem Server. Auch nice. Ich benutze immer noch John Smith Texture Pack. Aber wie gesagt, wir gehen diese Aufnahme mal ein bisschen minen. So, weiter minen. Ich weiß noch nicht, ob wir viel minen waren. Aber auf jeden Fall erst einmal hier der Waypoint House. Es ist ja, naja, eher ein Unterschlupf so gesehen. Es ist ja noch kein richtiges Haus. Es ist einfach nur 9x9. Ich glaube, hier in der Höhle war ich schon mal. Warum sonst sollten hier Fackeln sein? Also diese Höhle dann nicht. Wir haben einen Waypoint. Wir können ein bisschen weiter weg. Wir haben gebackene Kartoffeln dabei. Wir haben ganz viele Spitzhacken. Wir haben Schwerter und. Falls wir Holz brauchen, ich nehme noch eine Axt mit. Nee, ich nehme keine Axt mit. Ich nehme einfach so noch Holz mit. Holz. Oh, Tin. Kakaobohnen. Okay. Und in welche Richtung gehen wir? Ich wäre ja für Richtung Süden. Werden wir auch mal Richtung Süden gehen. Hier sind übrigens Rosen. Ja, jetzt kam ja inzwischen erstmal kein Feed the Beast mehr. Ist ja gerade mal die zweite Folge. Und übrigens, ich habe ganz vergessen, meinen Timer anzumachen. Wir sehen uns sofort wieder, nachdem ich den Timer aktiviert habe. So, da bin ich wieder. Oh, hallo Kuh, wie geht es dir? Wir waren dabei, Richtung Süden zu laufen, wegen einer Minenerkundung. Ich habe immer noch kein Optifine drin. Muss ich unbedingt noch reinmachen, du. Reinmachen. Okay, so, hier haben wir einen Wald. Auch schön, mal normale Bäume zu sehen, anstatt immer hier diesen riesigen Redwood-Bäume. Weil, die Dinger sind ja doch schon ganz schön groß. Höhle. Monesitz, Kohle, braucht keine Eisen. Und das war's. Und vielleicht, ich schätze mal, das war Quarz. Oder irgendwie so was. Habe ich überhaupt... Ja, ich habe jetzt Sound. Ich wollte gerade sagen, habe ich einfach keinen Sound oder was? Na, geh weg. So.
Was bist du? Du bist Tin, ne? Na gut, dann werden wir noch ein bisschen meinen. Seht euch mal an, was wir hier gefunden haben. Ein Minenschacht und eine Schlucht. Also zwei wunderbare Dinge auf einmal. Wow. Da werden wir natürlich auch sofort runtergehen. Eine Kiste. Copper. Knowledge Fragments, okay. Tracks nehmen wir auch mal mit. Brauchen kein Nikolite. Redstone brauchen wir auch nicht. Ich glaube, ich habe gerade Glück. Die zweite Kiste. The Formium Pickaxe. Nice. Minecart. Und Failed Tin Cans. Okay. Auch nice. Und ein Crowbar. Kann statt den Rosen. Die Tracks nehmen wir auch mal mit. Und die dritte Kiste. Noch ein Jackpot. Naja. Pumpkin Seeds. Schön für unsere Farm, wenn wir uns eine... Ein TNT-Card. Okay. Nice. Jackpot, ein Dungeon. Ich werde ihn natürlich nur ausleuchten. Vielleicht kann man sich daraus ja mal eine Farm oder so machen. So, was ist denn in der Kiste? Na, nichts Interessantes. Oh doch, Chub. Bisschen Eisen. Weed. Und diese Logikprogrammer sind hier übelst oft. Ich habe gerade mit Eisen zugebaut. Na gut. Wie ist groß ist meine Ausbeute zurzeit? Die Formium Pickaxe, TNT Cards, die ganzen anderen Cards, Psychorium. Wie viel Eisen habe ich denn? 44? Boah. Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch ein paar Diamanten. So, ich bin gerade auf dem Heimweg. Muss nur noch einmal kurz den Timer neu starten. Weil der ein bisschen rumgesponnen hat. Wir haben eine wunderschöne Ausbeute, leider keine Diamanten. Wäre natürlich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Obwohl, man könnte ja noch mal. Aber nee, nicht jetzt. Halleluja. Das ist ein Dack für ein Krach da draußen gerade. Da draußen vor allem. Holy shit. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen noch bis zu meinem Haus, aber ich habe nicht auf den Waypoint geachtet. Also, zack. Lasst mich hier rein und lasst mich mal gucken. Kohle geht dahin. Und das Eisen wird natürlich sofort gebrannt.
Wir haben ganz viele Tracks, Eisen, wir haben noch eine neue Formel und Pickaxe. Auch nice. Wir haben einen Dungeon ausgeräumt, das ist so geil. Wir haben einen Dungeon gefunden, einen Spinnen-Dungeon. Puh, ich habe vergessen, mir einen Waypoint zu machen. Ach, was soll's. Den findet man schon irgendwie wieder. So, die Minentour haben wir hinter uns. Dann wäre ich jetzt dafür, dass wir uns um die ersten Maschinerien kümmern. Also, ich brauche Holz. Holz vor der Hütte. Da haben wir Holz. Nämlich 3 Zapfen. Weil damit können wir halt Rubber von den Rubber Trees abfarmen. Ich habe natürlich wieder kein zu essen mitgenommen. Essen, 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 essen. Nom, 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 nom. Und ich frage mich mal, wo hier ein Dschungel ist. Da ist ja auch eine Höhle. Okay. Haben wir hier auch schon mal eine Höhle. Musste ich also gar nicht so weit weg. Rennen wir mal Richtung, also beim NPC-Dorf einfach weiter rein. Einfach geradeaus durch Richtung Westen. Naja, für mich ist geradeaus immer noch Norden, aber wir rennen jetzt nach Westen. Ab in den Westen. Wir flüchten in den Westen. Hallo Villager und hallo Village, der sich nicht aufbaut. Stimmt ja, wir hatten ja hier ja Apiaries. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Okay. Nice. Und nice. Gucken, verkaufst du irgendwas Tolles? Nope. Ja, ne. So viel zu dem Thema übertreiben. Die Villager suchen sich aber auch immer wirklich die besten Plätze für ihre Städte aus. Beziehungsweise ihre Dörfer. Heißt ja auch Village, nicht City. So eine Villager City wäre auch mal gar... Ach du heilige Mutter Maria. So viel Appetite. Mhm. Nice. Ein schönes Höhlensystem haben wir da unter uns. Sind das Dias? Nein. Und wenn, ich würde mir jetzt nicht die Arbeit machen, mich da runter zu graben. Also irgendetwas stimmt eindeutig heute, entweder mit meiner Minecraft oder mit dem Server nicht. Weil es lädt überhaupt nicht mehr. Ich stelle mal kurz nochmal auf alles neu laden, dann dürfte es ja hoffentlich funktionieren. Du musst auch hoch, Mensch. Da vorne haben wir noch ein weiteres Plains-Biom, so wie es aussieht. Blub, blub, blub. Blub. Ich hätte mir ein Boot bauen sollen, oder? Ja, hätte ich eindeutig machen sollen. Was ist das? Was ist das? Bitte sei kein Lightning Bug. Ich will wissen, ob du jetzt im Dungeon bist. Lass mich hoch. Oh Gott, tut mir leid. Ich bin gerade... bisschen müde. Ja, anstrengender Tag und so. Na, los. Hopp. Hopp. Schwimm. Schneller. Nicht ertrinken. Schneller schwimmen. Und wehe, du bist jetzt nur ein Lightning. Du bist eindeutig kein Lightning Bug. Ich schätze mal, du bist ein Dungeon. Ja. Überhaupt nicht unnatürlich oder so. Das ist eine Höhle. Mit einem sehr unrealistischen Eingang. Hm. Naja. Was soll's, ne? Was soll's? Unrealistische Höhleneingänge im Fiete-Beast Let's Play. Check. Haben wir die auch schon mal. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist irgendein verrückter Typ, der mir über den Weg läuft und mich angreift. Na gut, wir haben Wutz, das zählt auch dazu. Den verrückten Schweizer haben wir auch. Und, ja. Und eine Legende haben wir. Also wir haben einen verrückten Deutschen, einen verrückten Schweizer und die Legende. Hm,
Und natürlich mich. Aber ich zähle nicht. Nein, ich bin nur ein Geist. Man sieht mich nicht einmal. Deswegen kann mir das auch jetzt keinen Schaden zufügen. Scheiße. Gut, fügt auch Schaden zu. Hallo, was haben wir denn da Schönes? Einen Wisp-Spawner. Hoffentlich ist er noch nicht ausgeräumt. Ist zwar nicht das, wonach ich gesucht habe, aber es ist ein Wisp-Spawner. Hallo. Vielleicht habe ich den sogar schon mal ausgeräumt. Vielleicht bin ich sogar schon letztes Mal hier lang gelaufen. Ich weiß ja nicht, es ist schon so lange her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Mensch, kann ich doch nichts dafür. Lass mich... Ich spring runter anstatt hoch. So. Shiny Ingot, Bucket, Gunpowder, Ice Mountain Biome, okay, Copper und Weed. Wo ist die Wisp? Die Wisp... Da! Okay. Sorry. Ich weiß. Oh, hi Lava. Wie geht's dir so? Lava. Mr. Lava. Ah. Gut. Wie war das mit dem Niveau? Tiefer als die Titanic kann's nicht sinken. Und das sieht... Ja, ich will ja jetzt nicht sagen, aber... Herobrine. Was? Ja, ich hab gehustet. Tut mir leid. Hust. 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 Nein, Leute, natürlich, es gibt keinen Herobrine. Okay, in Ordnung. Ich wollte euch nur verarschen. Ist in Ordnung. Wir laufen immer noch gen Westen. Wieder, wie weit sind wir eigentlich? Ja, gut, geht ja noch. Solange wir kein Kilometer entfernt sind. Ich meine keine 3 oder 47. So wie ich anfänglich weit gelaufen bin vom Spawn. Also nicht von dem Spawn hier auf der Welt, sondern auf der alten Welt mit dem Spirit Enterprise Tower. Mein Bein. Nicht lustig. Ich wollte nur runter gucken. Ja, Neugier bedeutet den Tod. Ich bin zwar noch nicht tot, beziehungsweise noch nicht, kommt aber noch. Könnt ihr mir vertrauen. Ich, ja, mit einem Tree-Tab Marble abbauen. Genau, bringt's ja sowas von. Ne. Hat natürlich auch keine Ahnung, da nicht schon wieder runterfallen. Was gegen einzuwenden, weil es einfach nur bescheuert und total dämlich ist, mit einem Tree-Tap Marble abzuhauen. Ich reg mich jetzt schon wieder über meine eigene Dummheit auf. Ist es eigentlich ein Zeugnis von Dummheit, wenn man sich über seine eigene Dummheit aufregt? Und nein, ihr schreibt jetzt nicht ja in die Kommentare. Ja, ich bin eindeutig müde. Hallo, fliegender Block. Wie geht es dir? Hallo, ich bin der fliegende Block. Und es hat gelaggt. Es ist so leise. Stellt euch das jetzt mal ohne Musik vor. Und dann einfach nur ich, wie ich hier ganz leise entlang laufe. Und man ein bisschen meine Festplatte hören sollte. Gruselig. Richtig geil. Die Wüste hier sieht leicht komisch aus. Sand runterschmeißen, Sand runterschmeißen, Sand runterschmeißen. Bäh.
Hui. Ja, das war's. Mit dem Sand. Stimme, komm zurück. Ja, ich brauche eindeutig was zu trinken. Aber was soll's? The show must go on. Aus dem Boden ragende Penisse. Ah! Gunpowder wäre im Battle jetzt nutzvoll. Hier nicht. Gibt's hier keine Pyramide? Finde ich ja mal besser, ne? Wow. Hallo, Zombie. Geh weg. Oh. Nope. THX, aber da gehe ich nicht lang. Lasset mich vorbei. Autsch. Das tat weh. Oh Gott, da ist ein NPC-Dorf mitten im Sumpf, beziehungsweise nee, Dschungel, nein, lass mich hier raus. Scheiße. Boah, lass mich raus. Treibsand. Oh Gott, ich bin mitten in den Treibsand reingesprungen. Bin ich blöd. Und da ist ein Vulkan. Hallo, Vulkan. Du bist Barry. Barry, der Vulkan. Ich weiß noch jetzt nicht, wie ich auf Barry komme, aber das ist jetzt Barry, der Vulkan. Ab. Und hier ist der Dorf. Ding. ETC. Da vorne haben wir schon Eis. Ah, also Eis, da will ich jetzt nicht hin, ne? Aber mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Flup. Es wurde ausgeräumt. Ja, scheiße. Wenigstens in dem Formcraft Tower noch was. Hm, sieht nicht so aus. Ne. Hallo. Hm. Na gut. Ich such mal weiter. Na gut, doch nichts mit weitersuchen. Ich würde sagen, hier beenden wir die Folge. Und ich sag dann mal, mein Name ist Barrick. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Feed the Beast. Auf dem Barrick Gaming Feed the Beast Server. Das nächste Mal werden wir uns wahrscheinlich wieder zurück nach Hause begeben oder suchen noch ein bisschen weiter. Und wieso habe ich einen Schaufel in der Hand? Schaufel, geh weg.